Hey Leute, es ist endlich soweit. Die Community Transmission mit allen Infos zu BB8, BB9 und all ihren Fähigkeiten ist hier. Dazu haben wir noch die recht langen Patch Notes und einen Ausblick auf den Content im Februar. Zum Schluss gibt es dann auch noch den Community Kalender für den nächsten Monat. Fangen wir aber erstmal mit dem Wichtigsten an. Das Januar Update ist nun bugfrei und fertiggestellt und wird am 3. Februar, also kommenden Montag, den Weg zu uns finden. BB8 wird eine Rolle als offensiver Held spielen, um dabei zu helfen, die helle Seite auszugleichen, welche ja über recht viele Supporthelden verfügt. Passend dazu ergänzt BB9 dann die dunkle Seite als Supportheld. BB8 und BB9 werden sehr schnell sein, so wie wir sie auch in den Filmen gesehen haben. Das ermöglicht ihnen, schnell ins Geschehen zu kommen und genauso schnell wieder zu verschwinden. Zudem werden beide Kommandoposten schneller einnehmen können. BB8s erste Fähigkeit ist die Rollladung bzw. Rolling Charge. Mit dieser wird BB8 nochmal ein Stück schneller und rollt mit seinem Kopf voraus, um Gegner in seinem Weg umzurammen und Schaden zuzufügen. Fähigkeit 2 ist die Widerstandsdeckung, welche alle Gegner in der Nähe enthüllt und diese anfälliger gegenüber Angriffen macht, indem diese mehr Schaden bekommen. Zudem stört die Fähigkeit auch das Radar der Gegner. Abgeschlossen werden seine Fähigkeiten mit dem Kabelspin. BB8 dreht sich und wirft dabei 3 Kabel aus, mit welchen alle Gegner um ihn herum getroffen werden und hohen Schaden abbekommen. Als Standardangriff dient ihm sein Schockstoß, dieser fügt Gegnern langsam über Zeit Schaden zu. Außerdem bekommen die Droiden ja auch 3 passive Fähigkeiten. Bei BB8 wären dies einmal Techniker-Unterstützung, wodurch BB8, wie eben schon erwähnt, Kommandoposten schneller einnehmen kann. Er zählt nämlich dann als 2 Einheiten. Dazu kommt auch, dass BB8 auch alle sonstigen Einsatzziele aktivieren kann und das auch nochmal schneller als alle anderen Einheiten. Rasche Bewegung sorgt dafür, dass die Abklingzeit aller Verbündeten in der Nähe verringert wird und BB8 besitzt als 3. passive Fähigkeiten die Leben-bei-Kill-Fähigkeit, wodurch er ja bei jedem Kill ein wenig Leben zurückbekommt. Dann gibt es noch einen Überblick über die Bewegungsmöglichkeiten von BB8. Die Geschwindigkeit ist in etwa auf dem Level eines sprintenden Lichtschwerthelden. Er kann schnell zur Seite ausweichen und kann auch springen. Dieser Sprung fällt dann etwas höher aus als bei den Blasterhelden. Und zuletzt kann BB8 auch seine Taschenlampe an- und ausschalten. Wozu das gut ist, weiß ich auch noch nicht. Außerdem wird BB8 natürlich auch Sternkarten erhalten. Insgesamt sind das 9 Stück. Und dazu kommen dann noch 4 Siegerposen und 4 Emotes. Darunter das im letzten Video angesprochene Daumen-Hoch-Emote. Kommen wir jetzt zu seinem Gegenspieler BB9E. Auch er hat als Standardangriff einen Schockstoß, mit dem Feinde kurzzeitig gestunt werden und Schaden abbekommen. Seine Fähigkeiten hingegen basieren eher auf Nützlichkeiten für sein Team. Mit Fähigkeit 1 emittiert BB9E dichten Rauch und alle Gegner um ihn herum werden enthüllt. Mit seiner zweiten Fähigkeit wird ein Impuls ausgesandt, der sowohl BB9Es Schockstoß als auch alle Blaster seiner Verbündeten in der Nähe in den Super-Erfolgsmodus bringen, womit eine perfekte Kühlung gemeint ist, also der gelbe Blasterstrich beim Abkühlen eurer Waffe, sodass ihr erstmal für kurze Zeit unendlich schießen könnt. Zudem wird dann auch noch die Abklingzeit der Fähigkeiten der Verbündeten reduziert. Als letzte Fähigkeit besitzt BB8 auch eine Spin-Attacke, nämlich den Schockspin, wodurch Gegner weggepusht und beschädigt werden. Bei denjenigen, die nicht in unmittelbarer Nähe sind und nicht weggepusht werden können, wird der Blaster überhitzt. Man sieht also, dass BB9E wirklich eher für das Team gedacht ist. Die passiven Fähigkeiten sind ähnlich denen von BB8. Er hat eine Leben-bei-Kill-Fähigkeit und auch die technische Unterstützung, um Kommandoposten schneller einnehmen zu können. Die dritte passive ist aber der Bagdad-Support, wodurch BB9E immer mal wieder die Gesamtgesundheit von Verbündeten in der Nähe auffüllt. Dies ist dann vor allem nützlich bei verbündeten Helden, vor allem in Helden vs. Schurken oder Helden-Showdown. Die beschriebenen Bewegungstypen sind dieselben wie bei BB8 und auch BB9 verfügt über dieselben 9 Sternkarten sowie 4 Siegerposen und 4 Emotes. Für diejenigen, die es bis jetzt immer noch nicht mitbekommen haben, in diesem Update erhalten wir auch die Sequel-Trilogie-Maps Asian Kloss, Takodana und Jakku für totale Vorherrschaft als auch für Instant Action. Für die zweite Raumschiffphase erhalten wir dann auch 2 neue Maps, nämlich einmal auf dem MC-85 Kreuzer des Widerstandes und den Sternzerstörer der Ersten Ordnung. Dementsprechend bekommen wir dann auch für totale Vorherrschaft einen Ära-Selektor, wo ihr dann zwischen Zeit der Republik oder Zeit des Widerstands wählen könnt, je nachdem worauf ihr gerade Bock habt. Zudem kommt dann noch Asian Kloss als Map zu Helden-Showdown und Finn erhält ein neues Emote, nämlich Daumen hoch, und für Kylo gibt es das Showdown-Emote. Bevor wir jetzt aber zu den Quality of Life Changes und den generellen Patch Notes kommen, möchte ich nur über den Content für den Februar sprechen, denn das ist wirklich ziemlich interessant, denn hier erhalten wir dann auch die Zeit der Rebellen. Das heißt, die Originaltrilogie erscheint im Februar-Update für Koop und totale Vorherrschaft. In der Community Transmission steht, wir bringen spezifische Planeten zu Koop und später dann totale Vorherrschaft.
weswegen ich wie mit der Sequel-Trilogie dann erst im März mit Vorherrschaft in der Originaltrilogie rechnen würde und im Februar kommt dann Koop. Des Weiteren wird mit der Ankunft der Originaltrilogie auch der Name des Spielmodus geändert. Ab dann wird totale Vorherrschaft nämlich nur noch Vorherrschaft heißen, aus dem Grund, dass wir in der Originaltrilogie nur auf dem Boden kämpfen würden, es wird keine Raumphase geben. Was ich ehrlich gesagt schon ein wenig blöd finde, weil ich mich schon richtig auf das Innere des Sternzerstörers gefreut habe, oder beispielsweise auch der Tente 4, wo man ja möglicherweise hätte spielen können. Begründet wird diese Entscheidung, dass es auf dem Todesstern oder der Scarif nicht passen würde, von da aus in den Weltraum zu fliegen und dort weiter zu kämpfen. Da stimme ich natürlich zu, aber es wird natürlich bestimmt auch andere Maps geben, da hätte ich das dann ziemlich cool gefunden, vor allem da die zweite Phase auch eigentlich Teil des Spielmodus ist. Wer jetzt gut zugehört hat, hat mitbekommen, dass ich Scarif erwähnt habe. Scarif wird offiziell als Map zurückkehren, ob als neue Map oder als Map von 2015 aus dem alten Battlefront-Teil wird nicht explizit gesagt, aber in der Community-Transmission ist die Rede von Scarif zurückholen aus Star Wars Battlefront 1, dann wäre es natürlich cool, wenn hier alle Maps aus dem Scarif-DLC erhalten wären, wovon ich aber nicht unbedingt ausgehen würde. Außerdem ist der Todesstern als Map für Vorherrschaft somit auch schon bestätigt. Auf Twitter erklärte Ben außerdem, dass wir Scarif nicht im Februar erhalten werden, dann vermutlich im März. Nun aber zurück zu den Patch Notes. Die KI wird ab dem Update auch den Droidiker als Verstärkungseinheit spielen können und alle KI-Einheiten werden den Nahkampf einsetzen können. Es wird neue Hitmarker geben für Nahkampfangriffe und beim Einsatz von explosiven Waffen, um besser unterscheiden zu können, ob man gerade Splash-Schaden macht oder den Gegner richtig trifft. Außerdem wird es eine weitere Schadensreduktion-Meldung geben, also neben der durch Fähigkeiten würden dann auch die durch bestimmte Sternkarten, wie beispielsweise der Bodyguard-Sternkarte oder beim Wachgeschützmodus des Heavys angezeigt. Dies wird euch durch vier kleine Punkte symbolisiert, egal ob ihr einen Gegner mit diesem Effekt beschießt oder selbst so gebufft seid, dann seht ihr dies neben eurer Lebensanzeige. Die Flammentruppler erhalten zusätzliche UI in Form von der Reichweite des Flammenwerfers, sodass ihr diese besser einschätzen könnt und ob ihr Gegner überhaupt treffen könnt. Dabei wird euch die Reichweite aber nur kurz zu Beginn des Feuerns angezeigt, damit es euch im Kampf nicht stören wird. Die Ovisian-Schützin erhält eine Aufwärmfunktion für ihre Blasterkanone, sodass ihr sofort schießen könnt, ohne zu warten, bis sich diese aufgewärmt hat. Dies könnt ihr dann mit eurer Zoom-Taste auslösen. Außerdem wird euch auch visuell angezeigt, ob ihr direkt schießen könnt oder ob ihr die Waffe erst aufladen müsst. Denselben Change gibt es auch für die Heavy-Klasse und seinen Wachschutzmodus. Als Ausgleich für ihn dauert die Aufwärmzeit dann etwas mehr als zuvor, doch dafür könnt ihr natürlich dann direkt schießen, was dann insgesamt ein Mehrwert ist. Während dann eure Waffe völlig aufgewärmt läuft, läuft die Zeit der Fähigkeit langsam ab, verbraucht aber dann maximal nur bis zu 80% eurer Gesamtlaufzeit, sodass ihr dann immer noch schießen könnt und die Fähigkeit nicht völlig umsonst aktiviert wurde. Für Kylo Rens Raserei und Palpatines Kettenblitz wird ein extra Zielpunkt hinzugefügt und auch die Animation von Heldenspawns und die Helden im Menü wurden verbessert. Wie genau erster ausfallen wird, nämlich der Heldenspawn, interessiert mich sehr, denn jetzt spawnt man ja eigentlich ganz normal als Held rein, deswegen verstehe ich nicht wirklich, was da verbessert werden soll. Aber ich denke auch nicht, dass damit Heldenintros gemeint sind, denn das hätten sie sonst extra gesagt, da dies ja eigentlich schon was ziemlich Großes ist. Des Weiteren wurden für verschiedene Fähigkeiten die UI-Reichweite angepasst, sodass diese weiß bei Gegnern und gelb für Verbündete angezeigt wird. Kommen wir jetzt aber zu den zwei großen Nerfs in diesem Update, nämlich einmal Anakin und einmal Palpatine. Bei Palpatine wurde zunächst die Verlangsamung während seiner dunklen Aura-Fähigkeit entfernt. Sein Einhandangriff wird von 15 auf 14 Schadenspunkte und sein Zweihandangriff von 32 auf 28 Schadenspunkte gesenkt. Ein noch größerer Nerf ist aber, dass seine Kettenblitzreichweite von 26,25 Meter auf 18 Meter gesenkt wurde. Außerdem macht Palpatine nun weniger Schaden gegenüber dem TX-130-Panzer. Anakin hingegen erhält eher einen Nerf für seinen leidenschaftlichen Hieb. Die Werte der Sternkarte Druck, die er für den leidenschaftlichen Hieb ist, wurden von 10, 20, 30, 40 auf 10, 15, 20, 25 gesenkt. Der Schaden gegenüber normalen Einheiten und Verstärkungen beim leidenschaftlichen Hieb wird von 130 auf 70 und bei Helden von 250 auf 180 gesenkt. Außerdem wird der Schaden von heroischer Stärke gegenüber Nichthelden von 120 auf 100 gesenkt, sodass ihr ab sofort auch mit der entsprechenden Sternkarte keine Truppler mehr one-shotten könnt. Was ich ehrlich gesagt ziemlich schade finde, hat Anakin eigentlich gar keine One-Shot-Fähigkeit mehr. Im Vergleich dazu hat beispielsweise Vader mit seinem Lichtschwertwurf oder Anakin mit seinem Push natürlich One-Shot-Fähigkeiten. Außerdem wird die massive Schläge-Sternkarte genervt, sodass ihr zwar immer noch normale Truppler One-Shotten könnt, aber dafür einen höheren Ausdauerverbrauch habt. Kommen wir nun aber zu den Buffs. Vader erhält einen Buff, indem er nun blocken und auch angreifen kann, während der Gegner wirkt.
Han Solos Schulterangriffsschaden gegenüber Trupplern wird von 150 auf 200 erhöht, sodass ihr von nun an auch Heavies mit dieser Fähigkeit one-shotten könnt. Count Dooku erhält nicht unbedingt einen Buff, aber dafür trotzdem etwas sehr Nützliches. Es wird nämlich nun ein gelber Kreis um den Zielpunkt angezeigt, wenn Dooku einen kritischen Treffer landet, wenn ihr denn die entsprechende Sternkarte ausgerüstet habt. Und auch Bosk erhält einen visuellen Buff für seine Minen. Sobald diese wirklich bereit und aktiviert sind, seht ihr erst dann den gelben Radius darum herum, sodass ihr genau sehen könnt, wann diese einsatzbereit sind. Außerdem ist so auch der Unterschied besser zu sehen, wenn ihr die Sternkarte für die beschleunigte Aktivierung ausgerüstet habt, um zu sehen, ob sie wirklich viel bringt für euch oder nicht. Ansonsten gibt es für die Helden und Schurken noch verschiedene Fixes, deswegen gilt dabei aber wie immer, wenn ihr ein bestimmtes Problem hattet, könnt ihr gerne in der Community Transmission nachschauen. Den Link habe ich euch wie immer in die Beschreibung getan. Dasselbe gilt auch für die Game-Modi. Hier möchte ich nur ansprechen, dass die Anforderungen für neues Matchmaking, Gefecht, Angriff, Transport und die Helden-Modi entfernt wurden, sodass es nun nach einem Match eigentlich deutlich schneller laden sollte, da das Spiel nicht nach einem neuen Match oder neuen Gegnern sucht und ihr eigentlich dann mehr oder weniger mit denselben Spielern hintereinander spielen könnt. Weiterhin wird in totale Vorherrschaft nach der Raumschiffphase jedem Team zwei zufällige Kommandoposten zugeteilt und eine visuelle Information wurde hinzugefügt, um die Zusatzzeit in der Raumschiffphase basierend auf eingestiegenen Spielern anzuzeigen. Kommen wir zum Schluss der Patchnotes noch zu den Nicht-Helden-Einheiten. Hier gibt es nämlich auch einige Änderungen. Die rapides Feuern-Funktion des Spions ist nun etwas länger aktiv. Der Angriff-Truppler packt seinen Frontkämpfer und der Spezialist seinen EE4 nun schneller ein, wenn die Zeit abgelaufen ist, sodass ihr dann schneller mit eurer normalen Waffe weiterballern könnt. Der Offizier erhält nicht nur insgesamt weniger Kampfpunkte, sondern auch weniger für einen Kill-Assist, wenn er Verbündete zuvor geboostet hat. Zudem wird sein Kampfkommando so verändert, dass es nun 360 Grad um ihn herum geht, anstatt kegelförmig nach vorne. Gleichzeitig wurde dann auch der Radius dementsprechend leicht verringert. Das Leben des Todestrupplers wurde von 350 auf 320 gesenkt, um seine hohe KD-Ratio an die anderen Verstärkungseinheiten anzupassen. Das Schildleben des Droidikas wird von 550 auf 600 erhöht und er erhält 50% Schadensreduktion während seiner Radform. Der Sith Trooper erhält eine erhöhte Feuerrate, was meiner Meinung nach definitiv nicht nötig gewesen wäre, nun ist er noch stärker. Obwohl auf der anderen Seite wird der Blaster natürlich dann noch schneller überhitzen. Und der Schaden der Antifahrzeugrakete des AT-STs wurde verringert. Außerdem kommen alle Charaktere nun schneller in Bewegung, nachdem sie umgepusht worden sind. Und wenn ihr für ein Match Koop oder Vorherrschaft sucht, wird euch angezeigt, auf welcher Seite ihr spielen werdet. Und es wurden Ansager hinzugefügt, welche die Helden ansagen werden. So, das waren fast alle Informationen aus der Community Transmission. Wie gesagt, die Fixes habe ich ausgelassen, weil es dieses Mal einfach viel zu viele waren. Da könnt ihr halt eben dementsprechend selbst nachlesen. Und zum Abschluss gibt es jetzt noch den Community-Kalender für Februar. Vom 31.03. bis 3. Februar läuft nicht nur dreifach XP, sondern auch ein Fast-Spawn-Event in allen Angriffsmodi. Die Woche danach gibt es mal wieder ein Heroes Unleashed-Wochenende mit 10 Helden auf jeder Seite gleichzeitig und 75% Kampfpunkte-Kostenverringerung. Das Wochenende danach werden alle Helden und Fahrzeuge in den großen Modi blockiert sein. Vom 21. bis zum 24.02. werden die Kampfpunkte für Verstärkungen verringert und deren maximale Spawnzahl erhöht. Und vom 28. bis zum 2.03. gibt es erneut ein dreifach XP-Wochenende. Zudem wird es jeden Mittwoch auch noch ein Doppelerfahrungspunkte-Event geben. Und damit danke an alle, die bis zu diesem Punkt zugeschaut haben. Falls ja, schreibt mal in die Kommentare, auf was ihr euch mit diesem Update am meisten freut oder auch für die Zukunft. Für mich wäre dies auf jeden Fall, dass die Originaltrilogie mit Scarif kommt. Ansonsten lasst gerne ein Like oder falls noch nicht geschehen, ein Abo da. Bis zum nächsten Mal.